Warum nehme ich gerade Linsen jeden Tag zu mir? Guten Morgen! Wer meine Food Diaries schaut, der sieht, dass ich jeden Tag Linsen in meinen Smoothie mache. Zum einen, Linsen gehören zu den Hülsenfrüchten mit der höchsten Nährstoffdichte. Natürlich koche ich sie nicht, sondern ich lasse sie einfach keimen, auch weil die antioxidative Wirkung sich noch einmal verdoppelt. Wer mit den Begriffen freie Radikale und Oxidation nichts anfangen kann, den empfehle ich das Video zum Thema, was ich mal gemacht habe, Oxidation, freie Radikale, das findet ihr oben in den Infokarten. Das Keimen von Linsen zählt neben dem Keimen von Süßlupinen und dem von Kichererbsen zu den einfachsten Keimvorgängen. Das ist völlig problemlos, das schimmelt nichts, das geht ganz ganz einfach. Ist auch egal, ob ihr das im Licht oder im Schatten macht, eins ist vielleicht ein bisschen besser als das andere, aber es funktioniert immer. Und ihr müsst einfach jeden Tag einen Schluck Wasser drüber kippen und dann wieder abgießen oder direkt in so ein Sprossenglas oder in so einen Sprossenturm. Und so hat man wirklich täglich frische Linsensprossen. Und ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht zum Keimen. Aber ganz ehrlich, wer sich wirklich dafür interessiert, Keimen und Sprossen, der sollte unbedingt Silkes Buch kaufen. Das ist wirklich mit Abstand das beste Buch zum Thema Keimen und Sprossen. Und ich kann nur aus vollster Überzeugung sagen, es gibt sehr, sehr wenige Bücher, die so ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das ist so viel geballtes Wissen mit Rezepten rund um die Sprossen. Ja, das für so wenig Geld einfach unten in meiner, in der Infobox, direkt unter meinem Buch ist der Link. Schaut euch das Buch an, wirklich vollste Empfehlung. Aber alles ja, erstmal Nebensache. Denn der Hauptgrund, warum ich Linsen nutze, der wird schon in der Medizin als Linseneffekt bezeichnet. Und das ist eine unglaublich heftige Waffe gegen Diabetes und auch gegen Hungerattacken und damit fürs Abnehmen richtig gut und natürlich auch dafür sein Gewicht zu halten. Abnehmen möchte ich ja jetzt nicht mehr, aber ich möchte mein Gewicht halten und dadurch, dass ich einen sehr guten Stoffwechsel habe und sehr gut die Nahrung verwerten kann, muss ich halt einfach aufpassen, was ich esse. Der Linseneffekt ist folgender. Wenn man zum einen in der Mahlzeit Linsen zu sich nimmt, dann steigt der Blutzuckerspiegel in der Mahlzeit oder kurz nach der Mahlzeit viel geringer an als ohne die Linsen. Und jetzt kommt aber der eigentliche Clou. Auch Stunden nach dieser Linsenmahlzeit wird auch bei den Folgemahlzeiten der Blutzuckerspiegel nicht so stark angehoben durch die Nahrung, als wenn man keine Linsen zur ersten Mahlzeit gegessen hätte. Deswegen ist es auch so wichtig, die Linsen früh zu essen, zum Smoothie zum Beispiel oder im Smoothie. Das klingt unglaublich, aber das ist einfach so. Die Quelle meiner Information ist natürlich wie immer unten auch verlinkt. Aber wir sind noch nicht am Ende. Die Leute kaufen aufgrund der positiven Effekte auf die Darmflora gerne Präbiotika, meist in Tablettenform oder in Pulverform und so weiter. Linsen sind aber ein natürlicher, massiver Lieferant von Präbiotika. So wird der Körper mit sogenannten Propionat versorgt. Propionate können nach neuesten Studien in der Lage sein, so Dr. Norbert Brockmeier, das ist der Direktor für Forschung und Lehre an der Ruhr-Universität in Bochum, dass bei Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder auch bei Allergien übersteuerte Immunsystem einfach herunter zu regulieren, also ein chronisch erhöhtes Entzündungslevel zu normalisieren. Und was Entzündungen in unserem Körper anrichten können, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, findet ihr oben in den Infokarten, insbesondere für die Haupttodesursachen Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen Entzündungen eine große Rolle. Weiterhin sprühen Linsen nur so vor Eiweißen und gerade als Veganer ist das eine Sache, wo man durchaus ja, mal einen Blick drauf werfen könnte, ob man denn genügend Eiweiße zu sich nimmt, also restriktive Aminosäuren. Und gerade früh im Smoothie, wo viele Menschen einfach so auch Eiweißpulver mit reinmachen, weil es vielleicht Muskelaufbau sind oder weil sie generell eben kein Eiweiß zu sich nehmen, gerade in der Rohkost kann Eiweiß auch manchmal ein Problem werden. Da ist es natürlich, sind die Linsen prädestiniert dafür, um auf seine Aminosäuren zu kommen. Und nun habe ich mit den Süßlupinen und mit den Linsen zwei natürliche Eiweißlieferanten früh im Smoothie und ja, bin da vollkommen bedient.
Apropos Süßlupinen, wer das Video noch nicht gesehen hat, zu den Süßlupinen, das sollte sich das unbedingt anschauen. Süßlupinen sind für mich derzeit das beste Lebensmittel, was es auf diesem Planeten gibt. Ich habe da wie gesagt ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten. Was bei Linsen auch noch positiv dazu kommt, gerade ja, weil ich derzeit 150 Euro ungefähr im Monat für Essen ausgeben kann, dass sie eben auch unglaublich preiswert sind, weil sie auch ein regionales Produkt sind. Es gibt auch unzählige Arten von Linsen, die alle anders schmecken und wo man dann halt schauen kann, was einem am besten liegt. Sie sollten natürlich keimfähig sein. Es gibt natürlich schon vorgekochte Linsen, die könnt ihr natürlich nicht nehmen, weil die dann natürlich nicht mehr keimfähig sind. Die Linsen, die ich immer kaufe und die auch beim Keimen wirklich extrem einfach zu handeln sind, die habe ich euch auch unten in der Infobox verlinkt. Also, Linsen keimen lassen und täglich essen, das ist einfach und gesund. Da gibt es auch keine Ausrede, das nicht zu probieren. Man kann ja auch in Schüsseln keimen. Also wer jetzt sagt, na, ich habe keinen Sprossenturm oder kein Sprossenglas, einfach trocken in eine Schüssel reinhauen, mit Wasser auffüllen, 4-5 Stunden einweichen lassen, Wasser abgießen und dann einmal am Tag einfach Wasser drauf abgießen und wieder hinstellen. Das war's. Ne? Ihr braucht dann nicht zusätzliches Zubehör oder sowas. Ne? Linsen sind billig und im Smoothie halt früh ist einfach ein toller Eiweißlieferant und durch diesen Linsen-Effekt oder die Fähigkeit, dass der Blutzuckerspiegel des Körpers durch die Linsen den Blutzuckerspiegel nicht so stark anheben zu lassen, ist das halt einfach ja, so der ideale Start in den Tag, gerade für Leute, die halt schon ein bisschen schauen müssen, ja, dass sie halt nicht so viel zu sich nehmen. Also quasi natürlicher Appetitzykler. Also wie gesagt, Linsen perfekt. Deswegen ja, heute mal ein Hoch auf die Linsen. Und wenn ihr das noch nicht in euren Alltag integriert habt, dann probiert es einfach mal. Wirklich, probiert es einfach mal aus. Einfach die Erfahrung sammeln und nicht sagen, nee, Linsen mochte ich noch nie oder irgendwie sowas. Einfach mal ausprobieren. Gerade die positiven Effekte mit dem Wissen sozusagen, mit einer neuen Euphorie ran an die Linsen. Und ja, das wollte ich euch heute mal mitteilen. Und von daher alles Liebe und viel Spaß beim Linsenkeimen und Linsenessen. Wenn ihr da schon Erfahrung habt, teilt es gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten freue ich mich wie immer auch über den Daumen, wenn ihr die Inspiration schön fandet. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.